MTRA. MTRA. Was soll das eigentlich bedeuten? Und warum ist jetzt das A abgefallen? MTR. Jetzt bin ich noch verwirrter. Was genau macht eigentlich ein MTRA? Als medizinisch-technischer Radiologieassistent, kurz MTRA, bist du ein echter Profi in der medizinischen Bildgebung. Du erstellst Röntgenbilder, arbeitest mit Nuklearmedizin und verschiedensten Tomographieverfahren, um zum Beispiel Krankheiten oder auch Verletzungen aufzuspüren. Und dabei gehören dann auch Strahlentherapie und Laboruntersuchungen zu deinem Job. Du bedienst spezielle Geräte, du achtest auf die Sicherheit und manchmal bist du auch für das Injizieren spezieller Kontrastmittel zuständig. Dein Arbeitsalltag? Super abwechslungsreich. Denn je nachdem, wo du arbeitest, beschäftigst du dich mit verschiedenen Krankheitsbildern und auch ganz unterschiedlichen Geräten. Und wichtig ist hierbei, dass du immer ein Auge auf Sicherheitsvorschriften hast und auch sehr eng mit Ärzten zusammenarbeitest. Und was verdient man als MTRA? Heutzutage verdienst du in der Ausbildung zum MTRA Geld. Früher gab es in dieser schulischen Ausbildung noch kein Gehalt, aber als moderner medizinischer Technologe für Radiologie sieht es da ein bisschen anders aus. Im ersten Jahr kriegst du 1065 Euro, im zweiten 1125 Euro und im dritten sogar 1222 Euro. Dein Einstiegsgehalt als MTR wird dann durch Branche, Ort und Tarifgruppe geregelt. Im öffentlichen Dienst kannst du als MTR beispielsweise zwischen 2600 und 2900 Euro brutto verdienen. Was lernt man in der Ausbildung zum MTR? Jetzt haben wir es schon wieder gesagt. MTR. Hä? Da fehlt doch ein A. Nein, denn die Ausbildung zum MTRA wurde umbenannt und umstrukturiert. Jetzt wirst du zum medizinischen Technologen für Radiologie ausgebildet, also kurz MTR. Und diese Ausbildung, die dann übrigens dual ist, dauert 3 Jahre und kombiniert Berufsfachschule und Praxis. In der Berufsfachschule lernst du dann alles von Hygieneschutzmaßnahmen über den Einsatz von Kontrastmitteln bis hin zur Ultraschalldiagnostik. Und die praktischen Erfahrungen sammelst du dann in Krankenhäusern, Facharztpraxen oder allen anderen Einrichtungen, wo du in die Radiologie, die Strahlentherapie und die Nuklearmedizin eintauchen kannst. Und welche Voraussetzungen bräuchte ich denn jetzt eigentlich für die Ausbildung? Um medizinischer Technologe für Radiologie zu werden, ist mindestens ein mittlerer Schulabschluss sowie eine ärztliche Bescheinigung über deine gesundheitliche Eignung nötig. In der Schule auf der anderen Seite helfen dir gute Noten in Chemie, Physik und Biologie. Aber mach dir keine Panik, wenn du jetzt nicht überall super krass bist. Hauptsache, du bist interessiert und du bringst Sorgfalt, Verantwortungsbewusstsein und Selbstorganisation mit. Ach, und bevor ich es vergesse, du solltest auch kein Problem mit der Arbeit in Praxen und mit Schichtdienst haben. Und wo arbeitet man als MTRA? MTR. Als MTR findest du Arbeit in Krankenhäusern, medizinischen Labors und auch Facharztpraxen für Radiologie. Überall dort, wo Radiologie wichtig ist, bist du gefragt. Egal ob Röntgen, CT oder MRT, du bist als MTR mittendrin.